Aber ich gehe direkt wieder rein. Direkt noch mehr rausholen. Direkt mehr rausholen. Aber ab und bestimmt, wenn man so einen Haufen Items hat, dann fragt man sich, scheiße, wohin mit dem ganzen Zeug? Alles so, alles gut. Wenn man alles so für 100 verkaufen kann, dann ist das schon geil so. Dann will man das ungern wegschmeißen für andere Sachen. Okay, Eisen, naja, bringt nicht wirklich viel. Ja, ich hab's geahnt, dass ich da nicht langkomme durch diese blöde Kiste da. Oh. Deswegen ist das drin gewesen, schon mal gut. Alter, so viel unnützer Müll. Könnte ich eigentlich gleich verschrotten. Oh. Oh, der hat aber ordentlich was drin gehabt. Leuchtet hier irgendwo was? Nein. Da leuchtet was. Runterspringen. Ja. Und da haben wir die Kiste. Kann man die Spiele nochmal verwenden? Kann er ja theoretisch nochmal runterspringen, oder? Hat der noch geglitzert gerade. Merken wir uns mal den Raum hier mit dem Fragezeichen. Und dann, bevor wir dann zum Boss gehen, schmeiße ich aber alles rein, was ich gefunden habe. Scheiße. Sehr gut. Gut gemacht, mein kleiner Slime. Der Slime ist echt der geilste bis jetzt. Die machen halt nicht so viel Schaden so. Aber wenn der Slime draufhaut, dann betäubt er die Gegner noch. Das ist schon geil. Ist schon geil. Mein kleiner Schleimer. Mein kleiner Schleimer. Ich glaube, da gibt es noch geilere Sachen jetzt hier. Noch geileres. Ups. Die Dinger, die droppen einfach nur Müll eigentlich. Brauch die einmal für meinen Bogen mal was. Mit dem nie wieder. Okay, hier haben wir natürlich gerade das Problem. 150, 200, 110. Das bringt auch nur 110. 161. Ah, das ist schade. Traurig. Gut, dann schmeißen wir mal alles in die Kiste. Dann sind wir... War leider nicht so viel wie das letzte Mal. Nur jetzt durch, ne? Ja, leider. Geil. Das ist schon geil. Jetzt haben wir quasi einen frischen Start für die 2. Für Dungeon 2.
Ach, falsche Taste gedrückt, Leute. Oh, ich hätte vielleicht erst den Tod machen sollen, dann nochmal zurückgehen, dann hätte ich das Zeug reinschmeißen sollen. Ah, bin ich dumm. Ja, da war ich schon ziemlich dumm jetzt. Aber vielleicht gibt's das ja in jedem Dungeon. In jeder Ebene vielleicht. Fängt das wieder an. Okay. Ah, gut, können wir uns ein Bad gönnen. Kommt er überhaupt nicht rein. Gib mir das Zeug. Ach, hör mal, wenn man das schlägt, dann kriegt man das auch. Interesting. Ist ja mal geil zu wissen, ey. Hier haben wir was Neues. Heute habe ich zum ersten Mal diesen mysteriösen Dungeon betreten. Ist doch sinnlos. Wieso gibt es denn jedes Mal diese Räume hier? Gibt es da irgendwas Spezielles? Irgendwas, was ich übersehe? Alter. Drückst du nach unten, aber gleichzeitig auch schlagen und dadurch hast du das Problem. Dadurch hat man einfach das Problem, dass Dingsbums, ihr wisst schon. Das Problem halt. Ihr kennt es alle. Das Problem. Meine Damen und Herren, das Problem. Was ist hier drüben passiert? Das ist ja alles tot. Ein kleines Vieh hier umgebracht? Glaube ich nicht. Also, die Ebene 2 ist jetzt gar nicht so viel schwerer tatsächlich. Was denn? Wasserlampe. Eine Wasserlampe. Wie seltsam, eine Lampe ohne Flamme, aber mit brennendem Wasser. Zwar schwerer, aber auf langer Sicht verlässlicher. Ah ja. Nehme ich doch gerne mit. Hä? Muss oben oder unten sein? Ach, das ist oben. Okay. Ach, das Problem. Ja, genau, das Problem. So, der hier kann... Eins von beiden könnte er mir... preisgeben. Oha. Noch eine Wasserlampe. Die kann man aber nicht stacken. Oh, ist das beschissen, ey. Dass man die nicht stacken kann, ist richtig kacke, ey. Da leuchtet wieder was. Vielleicht habe ich ja Luck. Und das Leuchten bedeutet, da ist eine Kiste. Nein, da ist nur ein Buch. Oh, das Buch, was wir für 2800 verkauft haben. Also das nehme ich doch gerne mit. Das stecke ich auch da oben mit rein.
Ach, stimmt ja, da kam ja dann dieses Vieh. Oh, scheiße. Ah, jetzt ist die Frage, gehen wir zurück? Ich meine, ich bin schon ziemlich voll. Ich meine, das Vieh macht mir jetzt nicht so viel Angst, aber kann ja trotzdem was passieren. Irgendwann müssen... Alter. Leute, jetzt der von hinten. Gibt's aber auch keine Kiste mehr oder irgend sowas. Oh, kann ich gar nicht aufsagen. Oh shit. Kommt der auf einmal her? Oh, hier gibt's so gute Sachen noch. Aber ich kann das. Oh scheiße, während ich hier kämpfe, kann ich nicht in die Kiste in Dings rein. Sag mal, halten die auf einmal mehr aus? Irgendwie bin ich da festgehangen gerade. Lol. Jetzt kann ich aber hier reingehen. Okay. Da gibt es noch einen Haufen Wasserseen. Die kosten so, die bringen ja schon 100 so, ne? Ja, 100. Na gut, so viel war das jetzt gar nicht. Das waren mehr. Ja gut, dann haben wir eigentlich alles jetzt erforscht hier. Dann können wir auch rausgehen. Sollen wir das nächste Mal mal wagen, auf den Boss zu gehen? Wir haben jetzt ein geiles Buch, Alter. Ein geiles Buch auf jeden Fall. 2000 noch was raus. Wir haben jetzt richtig viele Gegenstände rausgeholt. Vielleicht sollten wir mal den Laden wieder aufmachen. Hä? Oh, es hat gar nicht mehr reingepasst in die Kiste. Lol. Lol, da gab es Sachen, die haben da nicht mehr reingepasst, statt das in die andere Kiste macht. Diese Lampen, keine Ahnung. Ach, siehste, ich habe gar nicht gesehen. Was habe ich denn jetzt bekommen? So, kann es sein, dass einer dieser Gegenstände das hier war? Hm. Ich glaube, das hier ist einmal mit drin. Ach, keine Ahnung, was soll's. Wird verkauft, verkauft, verkauft. Kaufe ich. Kaufe ich auch. Kurz gucken, was verkaufe ich denn hiervon nicht? Lebenssaft. Hm, Lebenssaft. Eigentlich nichts, weil ich nichts verkaufen würde. Es kann alles vertickt werden hier. Wie geil ist das denn? Okay, das wird eine wird ein langer Verkaufstag, wenn ich das alles verticken will. Aber wir haben ja mehrere. Wir haben ja jetzt zum Glück mehrere Dingsbums. Ne? Und Dingsbums hilft uns ja. Mehr Regale. So, erstmal schön sortieren nach Preis. So, das ist am teuersten? Oha. Lebenssaft ist noch höher. Lol. Das haben wir für 400 verkauft. 450 sogar. Boah. Geil. Ich nehme einfach alles. So. Das ist ein bisschen schwachsinnig, weil kann ja sein, dass auf einmal Dings runter geht. Die Beliebtheit. Machen wir lieber mal von jedem etwas. So was hier zu verkaufen, so eine Äste. Und die zwei Sachen hier würde ich noch aufheben.
So, und hier nehmen wir uns schön das fette Buch noch mit raus. Das hat hoffentlich ein... Naja, viel wert hat das auch nicht. Ist noch ein bisschen Gold. Ich schon schönen Dings machen. Schönen Dings. Und hier haben wir noch einen Stein. Dann kann man einen schönen 5er-Stein-Stack machen und dann mal die Wasserlampe. So, damit bestücken wir jetzt erstmal unser Shop. So, hier kommen die teuren Gegenstände rein, wie zum Beispiel Golem-Fieber oder, was ein richtig geil ist, Golem-Geschichte, Alter. Golem-Geschichte. Wie geil ist das denn, ey? Guckt es euch an. So, ich gehe Bubu machen. Viel Spaß euch noch. Macht's gut. Schlaf schön. Mitchell, haust du auch ab? Mach's gut. Tüdelü. Ja, ist auch schon 23 Uhr gleich. Ich bin echt am überlegen, ich muss echt mal den Stream eher anfangen, oder? Dass wir dann einfach 23 Uhr dann beenden. So, meine Shichu wird bestimmt auf jeden Fall zustimmen. 3800. Haben wir schon ein bisschen rumgemeckert. Wobei natürlich auch der... Klar, dann geht der... Komm, der ist hoch. Ich bleib bei 2800. Verlangen ist halt hoch. Hier ist auch hoch. Aber 1700 war schon zu hoch. Also. Okay, was haben wir noch Teures? Mal sortieren nach. Hier, das ist ja mit das teuerste eigentlich gewesen. Mit 300. Das hier ist noch höher. Das ist hier 450. Dann ist das doch hier bei 600 bestimmt. Das Buch. Ah. Oh, das Buch noch mit rein. Ups. Das Buch für... Weiß ich noch nicht. Erstmal das Ding. 600 habe ich gesagt. Machen wir vielleicht mal 700. Einfach um zu wissen, wo man einsteigt. 450 ist das Buch hier einkategorisiert. Neutraler Preis. Ach komm, wir machen mal 400. So. Und dann halt noch solche Sachen. Was nicht mehr. Mit 310, das haben wir noch nicht ausgekostet. Nur mal 320. Ist das hoch im Demand? Das ist hoch im Demand. Ja, dann wird eh nicht der Preis kalkuliert. Ist auch hoch. Das ist ja voll witzig. Du kannst ja echt die ganze Zeit höher schrauben. Ich glaube echt, da geht noch mehr. Ist auch hoch. 300 ist zu günstig gewesen. 300 war zu günstig. Ey, ich hau das jetzt für 450 raus. Und das Ding hat noch gar nichts. Wasserlampe ist unterm Stoff. Nochmal 250. So, und selbst jetzt hätte ich gern noch mehr... Noch irgendwas. Das hier könnte man noch mitnehmen. Am liebsten einfach alles so nehmen. Einfach so und dann einfach nachfüllen. Keine Ahnung. Ist schwierig. So, machen wir auf den Job. Kaufen, kaufen, kaufen. Hier Mützen reinmachen. Ah, sehr gut, sehr gut. Kauft, kauft, kauft. Kauft, meine Kinder, kauft. Woher weiß ich? Immer, was hat er jetzt gekauft hier eigentlich? Oh, das andere Buch. Das andere Buch wurde gekauft. Sehr gut. Hat noch ein hohes Demand. Was habe ich das gerade vertickt? Ich glaube 400 sogar. Weil es müssen ja immer genug Angebote da sein. Darf ja nichts liegen lassen. Hier Stoff neutral. Hau ich ja was so raus. Was? Das Buch? Hat der gerade das Buch gesagt? War zu teuer? 2900? Oder war das die Rüstung? Nee. Fand das Buch zu teuer. Ah ja.
Wasserlampen kamen gut an. Das Zeug haben wir auch schon. Gold ist weg. Die Dinger hier haben wir auch noch. Ist neutral. Hauen wir einfach raus. Da klingelt's in der Kasse. Ja, du willst Steine kaufen. Du kriegst Steine. Wer Steine will, kriegt Steine. Es ist einfach so. Hier haben wir noch nicht ganz ausgereizt. Da mal auf 60 hochgehen. Oh. Mein Schild immer noch zu teuer. Wurde deswegen angezeigt? Nee. Es wird ja, es wird nicht angezeigt, weil ja gerade Demand hoch ist. Wie sieht ich damit aus? Also ich krieg das Schild wahrscheinlich nie verkauft. So, was haben wir hier noch? Sortieren. Damit 100. Demand ist hoch. Könnte man auch. Kaufst du das Schild? Ja, er kauft das scheiß Schild, Alter. Auch wenn er nicht zufrieden ist mit dem Preis. Auch wenn er nicht zufrieden ist, er kauft den Scheiß. Finde ich gut. Damit bekomme ich eigentlich Trinkgeld oder bekomme ich kein Trinkgeld? Das frage ich mich die ganze Zeit. Damit neutral. Das ist halt nur noch die Billigware hier. Hand ist hoch, sag ich. ...20.000 haben wir schon. Krass. Oh, guck mal, da kommt einer, der fette Schwerter wahrscheinlich kaufen würde. Also klar, man könnte auch... wir haben das jetzt verkauft für 1.400... Oh, da kommt ein Reicher. Da kommt ein Reicher. Oh, es kauft das Buch. Nö, kauft er nicht. Der kauft eh alles. Das, was er will, kauft er sich einfach. Hat ein reicher Fuzzi. Ist halt ein reicher Fuzzi. Haben wir vielleicht noch hinten noch was? Haben doch noch was zum Nachlegen. Wir haben doch noch genug Zeug zum Nachlegen. Neutral ist immer noch da. Perfekt. ...160 war immer noch nicht die Obergrenze. 170. Hätte ich die Billigkacke gekauft, ja. Why not? Dim. Man könnte bestimmt auch Tränke draus basteln aus diesen Zweigen und so. Kann ich mir auch gut vorstellen. Oder war was zu teuer? Das hier war zu teuer. Aber vielleicht doch 600, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Oh, da hat jemand das fette, teure Buch gekauft. Nice. War nicht der Reiche. Ja, der Reiche hat sich gerade für die 600 da interessiert, hat sie aber nicht gekauft. Hä? Ey, die Beliebtheit geht überhaupt gar nicht runter irgendwie. Wo da unten gibt's einen. Das hier neutral, Demand ist sogar hoch.
würde nur gucken, ob das das einzige ist. So, was haben wir hier? Auch nochmal 110, aber normal. Schon wurde wieder was gekauft. Es geht so schnell. Und dann hau ich jetzt mal sowas raus. Auf jeden Fall kriegt man diesen übelst viel. Ich habe jetzt anderthalb Kiste voll gehabt vor Kram. Der sich jetzt hier gut verkauft. Der Reich hat endlich mal was gekauft, ey. Mal ganz oben. Die erste Kiste müsste jetzt leer sein, ja. Die zweite ist noch nicht ganz leer. Yeah, da freut sich jemand über Eisen. Wir haben also so Kleinkram. Immer noch hoch. Lol. Give me the money. Give me your money. Sehr schön. Die kaufen wie verrückt. Hier könnte ich sogar mal auf 60 gehen. Ist noch neutral. Hä? Hä? Was war das denn gerade? Der war gerade zufrieden und auf einmal war er wieder angepisst und ist weggerannt? Hä? Was war das denn? Hä, was war mit dem Opa gerade los? Weil ich einen Shop gerade geschlossen habe oder was? Kann das sein, dass weil gerade der Shop weggegangen ist, dass er dann... Lol. Naja, wir haben insgesamt, haben wir 33.000 gemacht. Ja, ein bisschen was runtergegangen. Aber ansonsten, alles in allem, war es ein sehr guter Verkaufstag. Niedrig, na gut. Wir haben auch viele verkauft von dem Zeugs. Da unten haben wir auch welche liegen. Naja. Da weiß ich jetzt gar nicht, was ich mir jetzt holen werde als erstes. Wir können den Bogen noch nicht upgraden. Das kotzt mich ein bisschen an. Aber vielleicht könnten wir entweder noch einen Shop-Upgrade. Wieso mal gerne gucken. Oder wir holen uns die neuen Bewohner. Hier, die hier. 5000? Machen wir. Dieser Charakter nimmt nachts keine Anfragen entgegen. Hä? Ach so, die holt man gar nicht in die Stadt, sondern... Hä? Als Straßenhändler habe ich die ganze Welt bereist, immer auf der Suche nach Objekten, die andere inspirieren. Sieh dir meinen Wagen an, ob dein Laden für Kunden noch hat. Ach, hier kann man dann so Attraktivitätsdinger machen, hier, die ja... Damit man auch schön dekorieren kann. Also, ist das quasi wirklich mein Man sagt hier, du kriegst jetzt 5000 von mir, hol mir mal Sachen. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Auch wenn 5000 ist echt happig. Aber mal gucken, was da rauskommt. Ich würde gerne was verzaubern. Und zwar den Speer. 74 geht der hoch. 16.000? Oh, scheiße. Oh scheiße, 16.000. Boah. Seid ihr alle verrückt? Der Dekoladen ist aber teuer, ja. Also wenn der jetzt schon 20.000 haben will, einfach nur dafür, dass er existiert. Und dann will er natürlich noch Deko-Gegenstände, dass man die abkauft. Könnte teuer werden. Aber ich würde das mit den 5000 würde ich gerne mal ausprobieren. Ja. So, was macht er jetzt? Ah ne, der baut doch das... Hä?
Der baut jetzt doch dieses Gebäude bloß auf. Okay, hä? Sonst hat er nachts auch immer gebaut. Okay, der hat da ein paar Sachen tatsächlich. Ach so. Ah, okay. Also ist schon das, wie Shichu gesagt hatte. Ah ja. Das kostet 60.000. 20.000, die neue Kasse. Bett, zusätzlich Platz für deine Gegenstände. Ah, hier gibt es aber auch nicht so großartig was. Aber er hat auch nur beschissene Gegenstände gerade. Willkommen, mein Freund. Freund dir, was? In meinem Laden. Magnifik oder so. Ganz richtig. Du stehst vor dem einzigartigen Le Marchand oder so. Ich bin Julian und dir offenbar zu Dank verpflichtet. Für deine Hilfe. Ich kann kein Französisch, Leute. Also merci und so weiter. Oui. Ich freue mich auf einen ebenbürtigen Konkurrenten. Voilà, oder so. Aha, hier kann man echt ein paar Sachen. 450? Die Scheiße verkaufe ich für 100? 800. Okay, das ist wirklich nur dafür, da hier das zum Beispiel. Damit kann ich meinen Bogen upgraden. Soll ich das machen? Soll ich 6.000 ausgeben, dann nochmal 4.000 für den Bogen? Also dann hätte ich das, was ich bräuchte. Also es ist einfach alles mega teuer hier, aber du kannst halt die Sachen, die dir fehlen, kannst du halt einfach kaufen. Aber nur die, die man entdeckt hat schon mal. Hä? Ah ja. Nur die, die man schon selbst entdeckt hat. Aber ich bin schon ein bisschen verführt, das zu machen. Einfach bei ihm das zu kaufen hier. Und damit dann den Bogen abzugraden, auch wenn es das 10.000 insgesamt kostet. Das ist halt nur ein Bogen. Den verwende ich eh nicht so gut. Nee, komm. Den Bogen verwende ich eh nicht so oft. Habe ich eigentlich meinen Helm auf? Ja. Ich gehe jetzt nochmal in den Dungeon. Nacht. Aber irgendwie haben die gesagt, nachts... Haben die gesagt, nachts ist leichter? Ich glaube, die haben gesagt, nachts ist leichter irgendjemand. Hat das, glaube ich, mal gesagt gehabt. In dem Dorf. Juhu.